Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und die Bolzendiel, die steht ja hier, nachdem sie sich völlig umsonst hier ordentlich was draufgeballert hat in der letzten Folge, steht sie jetzt hier vor Brecklein und der redet gerade mit Hidden Gem Evaniel. Seid ihr bereit, um die Gruppe zu treffen, die Masok nach Dol Guldur bringen soll? Ja, absolut. Seid ihr bereit für ein Treffen der Gemeinschaft, die für das gefährliche Unterfangen von dem Transport von Masok nach Dol Guldur im Austausch gegen die Gefangenen verantwortlich ist? Ich werde euch zu ihnen bringen und euch die Mitglieder vorstellen. Natürlich sind wir bereit. Wir wissen ja, in der letzten Folge waren wir dabei, genau das ja in Angriff zu nehmen. So. Das Goldene Heer aus Lothlorien hat den Anduin überquert, doch nun muss noch eine zweite, kleinere Gruppe nachfolgen. Dies genau. Sind Helden der Geheimgarde, auserwählt, um den gefangenen Masok vor die Tore von Dol Guldur zu bringen. Gut, die Geheimgarde. Ich bin mal gespannt, wer da alles mit drin ist. Herr Celeborn und Herrin Galadriel haben beschlossen, dass die Elben von Lothlorien, wie schon vor langer Zeit einmal mit den Zwergen von Moria verbünden müssen. Und haben mehrere Elben ausgewählt, die den Transport von Masok durch den Düsterwald nach Dol Guldur beaufsichtigen werden, wo der Ork gegen die vom Feind festgehaltenen Gefangenen ausgetauscht werden soll. Ich werde euch diesen Elben der Geheimgarde bringen, sobald sie sich diese für ihren Auftrag vorbereiten. Ich dachte, das ist jetzt. Okay, hier entlang, Bolzendiel. Ich stelle euch jetzt der geheimen Geheimgarde vor. Der bestimmt Archador, Siglef und Radir von Hönnen. Die Geheimgarde besteht aus 5 Elben, die aufgrund ihrer Talente in verschiedenen Disziplinen ausgewählt wurden. Aha. Ja. Seid ihr 3 von 5? Tatsächlich. Erlaubt euch, mir 3 Mitglieder der Geheimgarde vorzustellen. Radir, Siggi und Archador. Okay. Hey Siggi. Instanz, die Pläne des Goldenen Heeres. Ich bin Siggi Bolzendiel. Ich habe schon von euren Talenten gehört. Ihr seid willkommen, uns bei unserer Aufgabe zu begleiten, obwohl ich die Weisheit dieser Entscheidung bezweifle. Es ist tragisch, dass die Zwerge mehrere der ihnen an die Kräfte des Feindes verloren haben, aber so ist nun einmal der Krieg. Die Rückkehr bei Masoks an seine Verbündeten ist für mich nicht zu vertreten. Wenn Herr Celeborn und die Herrin Galadriel jedoch einen Wert darin erkennen, habe ich diese Entscheidung nicht zu hinterfragen. Nun gut, im Prinzip sehe ich es ähnlich, aber naja. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, Bolzendiel. Ich weiß, dass ihr uns bei dieser Aufgabe von großem Wert sein werdet, wenn wir den Orkführer in der Hoffnung, seine Freiheit gegen die gefangenen Zwerge tauschen zu können, nach Dol Guldur bringen sollen, dann muss das unentdeckt geschehen. Wir sind nicht so zahlreich, dass wir ihnen einen entschlossenen Befreiungsversuch vor Erreichen der Festung abwehren könnten. Okay. Archador. Mein Bruder Feingris wurde von den Orks erschlagen. Die folgten der Gruppe, welche vor kurzem Unterschlupf im Goldenen Wald suchte, aus den Bergen und ich wünschte, also sie folgten der Gruppe aus den Bergen und ich wünschte, ich wünsche bei Masoks Leben eigenhändig zu beenden. Es schmerzt mich, dass wir ihn seinen Verbündeten aushändigen müssen und ich habe lange dagegen angeredet. Ich bat Herrn Celeborn um Erlaubnis, die Gruppe zu begleiten, die den Gefangenen transportieren soll, doch er lehnte ab. Erst als Herrin Galadriel mit ihm gesprochen hat, überlegte er sich anders. Ich weiß nicht, was sie ihm gesagt hat, aber ich bin dafür sehr dankbar. Nun will ich Masok für den Rest der Reise genau im Auge behalten und wenn er mir nur den geringsten Grund dafür liefert, werde ich Rache an ihm üben. Jo. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt das beste Mitglied ist, weil wenn der mal hustet, dann fällt er tot um, ist doof. Also nicht der, sondern Masok halt, ne? Elben der Geheimgarde wurden aufgrund ihres besonderen Geschicks auf den verschiedenen Gebieten ausgelegt. Siggi ist wegen ihrer Nahkampffertigkeiten, Radir, weil er ein guter Spurensucher ist. Ich hätte entscheiden können, aber hätte ich Archador vielleicht zur Hauptgruppe der Maledrim statt zur Geheimgarde geschickt, da sein Bruder vor kurzem auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, sehe ich genauso. Doch ich bin sicher, Herrin Galadriel hatte ihre Gründe dafür.
sich für ihn einzusetzen. Ich lese heute irgendwie Scheiße, ich weiß. Und sie glaubt sicher, dass er in der Geheimgarde eine wichtige Rolle spielen wird. Ich bringe euch zum Rest der Gruppe, Polzenil. Nun gut, zwei fehlen noch bei einer Fünfergruppe. Suriel war die strategische Aufsicht über das Goldene Heer angeboten, bla bla bla, lala. Ich weiß nicht warum genau, aber ich glaube, sie okay. Ich darf heute nicht ganz so viel lesen, merke ich gerade. Ich bin heute nicht ganz bei der Sache beim Lesen, aber das kriegen wir hin. Vielleicht sind auch noch schwierige Texte, haha. So, hier sind noch zwei. Isuriel ist dabei, oh cool. Izzy, Megovannen, Bolzeniel, es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich heiße euch in den Rängen der Geheimgarde willkommen. Sigis Dolche, Purushons Bogen, Radias Spürsohn und Arshadors starker Wille werden diesen Auftrag zu einem erfolgreichen Ende führen und die Freundschaft zwischen Moria und Lorien stärken. Möge der Feind erzittern, wenn er erfährt, dass das Goldene Heer im Anmarsch ist. Und er wird erst von der Geheimgarde erfahren, wenn wir vor den Toren von Dol Guldur stehen und den Austausch der dortigen Gefangenen gegen das Leben Mazoks verlangen. Ja. Kutschi ist dabei. Willkommen, Bolzeniel. Wir sind die Geheimgarde, die auf Befehl unseres Herren und unserer Herrin aufgestellt wurde. Wir sollen Mazok an die Tore von Dol Guldur schaffen und sein Leben dort gegen die Gefangenen in der Festung austauschen. Geheimhaltung ist unsere Parole und die Überraschung unser Verbündete. Isuriel hat mir schon von euren Großtaten berichtet. Ich weiß, dass ihr der Geheimgarde von großem Nutzen sein werdet auf dieser Reise. Jo, die anderen sind mittlerweile auch da. Geh mal aufs Schiff, wa? Hey, Kai Riechers. Es wird mir ein Vergnügen sein, die Geheimgarde in diesem Abschnitt ihrer Reise über den Fluss zu setzen. Möge sie siegreich sein. Na dann mal los. Bin mal gespannt. Da ist Radir. Und sind schon weg. Hey Radi! Wir haben die Überquerung hinter uns, Bolzeniel. Die Zwerge und ihr Gefangener dürften direkt vor uns sein. Wir wollen sie begrüßen und unsere gemeinsame Reise besprechen. Hier entlang, Bolzeniel. Die Zwerge müssten dort vorne sein. Ich hoffe, Bräuen und die Zwerge begreifen, wie wichtig es ist, dass dieser Auftrag geheim bleibt. Was? Die Zwerge der Eisernen Garnison zeichnen sich nicht gerade durch Feingefühl aus. Das stimmt. Die Zwerge und ihr Gefangener sind gleich vor uns. Die warten schon wohl leider schon etwas länger. Seid gegrüßt, Zwerge der Eisernen Garnison. Ich bin Radior aus Lorien und das ist der Rest der Geheimgarde. Ihr kennt bereits meine Verbündete Bolzeniel und deren Fähigkeiten und Tapferkeit sprechen für sich. Ja, wissen wir. Ich bin Bräuen, Sohn Brogurs und das hier sind die Gebrüder Grauhammer. Ja, wir sind unterwegs nach Dol Guldur, um Mazok gegen meinen Vetter Buri auszutauschen, als ob wir das nicht wüssten. Darf ich dem entnehmen, dass ihr den Weg durch diesen widerwärtigen Wald kennt? Ich kenne die Wege des Düsterwalds. Ich bin sie lange vor Zeit bis in das Fundament von Dol Guldur gelaufen. Die Elben meiner Gruppe, die Geheimgarde, werden Mazok auf diesen Weg dorthin bringen. Auf diesen Wegen. Keine Meile kommt ihr weit. Die Orks des Düsterwalds werden sich auf euch stürzen und mich befreien. Halt die Schnauze. Yadu Gatsunumurz Bagu. Keine Ahnung, was das heißt wieder. Könnt ihr mal übersetzen. Er hat Angst, doch nicht vor uns. Ja, ich glaube nämlich auch, dass ihm nichts Gutes blüht. Glaubt ihr das, Isuriel? Es ist die Stärke von uns Zwergen, die ihm Angst macht. Natürlich! Nein, Bräun, das ist meine. Mazok hat Angst davor, nach Dol Guldur gebracht zu werden. Ja. Aber warum? Sie sind seine Verbündeten nicht dort? Warum sollte er jenen Ort fürchten? Na, ist ja ganz klar, die sind böse. Jetzt bin ich noch mehr erpicht, ihn dorthin zu bringen. Möge er auf dem Weg erzittern. Komm her, Bolzeniel! Das klang wie bei Fuß. Sag's mal nochmal ordentlich. Komm bitte her, Bolzeniel. Okay. So. Bräun. Endlich sind wir unterwegs, Bolzeniel. Wenn wir an diesen Elben diese Geheimgarde glauben, dann will ich es auch tun. Wenn ihr an diese Elben
Naja, mach ich. Bin ja auch einer. Möge unsere Reise durch den Düsterwald schnell vonstatten gehen und unsere Rückkehr noch schneller. Und mögen wir Buri und die anderen Gefangenen gesund und munter heimführen. Ja, mögen wir das tun. Abgeschlossene Instanz des Goldenen Heers, das war's ja. Sehen wir uns das Lager an, das diese Elben aufgeschlagen haben. In diesem finsteren Wald wird es wenig von den Bequemlichkeiten haben, die an die Zwerge gewöhnt sind. Aber ich werde mich redlich bemühen, nicht zu klagen. Eine große Reise liegt vor uns. In der Tat. Und da sind wir wieder zurück im Düsterwald auch. Und natürlich, wir haben ja übergesetzt. Mittlerweile auch mit Zwergenunterstützung. Loot rennt hier schon rum. Sehr schön. Schön, dass daran mitgedacht wird. Finde ich cool. Alfie, was willst du? Was uns auch in der Zukunft erwartet. Wir müssen uns jetzt auf diese Reise begeben. Ja, nun geht es los, Bolzenil. Ob wir wollen oder nicht, wir haben keine Wahl mehr. Wir müssen zu dieser Reise aufbrechen. Mögen beide Ziele der Meladrim schlussendlich erreicht werden. Die Rettung der vom Feind eingekehrten Gefangenen in Dol Guldur und die Verzögerung eines Angriffs aus dem Düsterwald auf Lorien. Wir werden alles tun, was in unserer Ui. Ja, ich bin gegen Alfie allergisch. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um beide Vorhaben umzusetzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Geheimhaltung des Auftrags der Geheimgarde über den Erfolg dieser Mission entscheidend ist. Ja, der Erfolg der Geheimgarde hängt meiner Meinung nach von der Geheimhaltung ab, was der Name Geheimgarde auch sagt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Orks des Düsterwalds nicht über Masoks Aufenthalt und ihre unter diesen Baumkronen erfahren. Sonst werden sie uns sicherlich mit einer solchen Übermacht angreifen, dass uns Hören und Sehen vergeht. Im Südosten liegen zwei Stützpunkte, von denen aus die Orks des Düsterwalds diesen Teil des Waldes überwachen. Durchsucht alle Truhen, die ihr in Mutul Bulududul findet und macht Meldung und berichtet der sucht nach findet und nach Meldung und also ich soll nach Meldungen durchsuchen und nach Berichten und verfindet alles, was die Taugasch auf die dunkle Seite stößt ihr wisst schon. Katze hat mich gerade abgelenkt, die ist nämlich gerade durchs Bild gerannt. Ja, kleine Miezekatze hier. Wenn ihr mir die Pläne oder Meldungen mit Bezug auf Masok bringt, können wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Sollten die Orks wissen, dass wir ihn aus Moria fortgeschafft haben, könnte unser Überleben von einer schnellen Reaktion abhängen. Gut, Kapitel 2. Sehr schön, wir haben damit die eine oder andere Aufgabe bekommen und werden die eine oder andere Aufgabe auch erfüllen. Ein legendärer Gegenstand ist aufgestiegen, ein weiterer Runenstein. Dann können wir mal hier den taktischen Start ein bisschen hochhauen. Was bist du eigentlich für einer? Noch 59er. Naja, gut, ist nicht so wild. Okay, wir aktivieren mal das hier. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann aufs Reittier und auf zur ersten Aufgabe. Die uns sagt, wir sollen Medaillen sammeln und hast du nicht gesehen. Also wir haben zu tun. Wir haben definitiv zu tun. Da oben ist mittlerweile auch ein Reittierstall und jetzt kann ich mich auch hier binden. Das ist sehr gut, dann werden wir genau dies tun. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Hier. So, und hier binden. Das ging vorher natürlich nicht, weil wir ja noch nicht richtig da waren. Also sprich, wir waren nicht im richtigen Gebiet, muss man ja sagen, weil wir ja noch die Festung erobern mussten. Das ist jetzt mittlerweile geschehen und deswegen können wir ja mittlerweile auch loslegen. So, wir gehen in irgendeine Richtung und gucken, auf was wir treffen. Zum Beispiel auf einen Waagkundschafter. Brauche ich dich? Hätte ich vielleicht eher gucken, aber ich glaube schon, dass ich dich brauche. Deswegen, komm mal her. So. Oh, guck mal. Und dann, so. Diesen Spion, den kriegen wir auch gleich noch. So, neue Tat. Kreaturenbezwingerin. So, da sind wieder zwei weg. Ich habe eine angelaufene Rune gekriegt, das ist toll. Das andere Zeug, das hier immer drin. Was haben wir hier? Besiegt Waage im Süddüsterwald. Okay. Kreaturenbezwingerin besiegt Bestien im Süddüsterwald. Okay. Anzahl vernichteter Finsterschwingenspione in der Dunkelseite, ich denke. Okay. Da geht's schon mal los. Kann wieder aufs Pferd. Geh mal in die Richtung hier. Da sehen wir schon eine nächste Finsterschwinge. Ja. Wunderbar. Das war die nächste. Da oben ist noch eine. Ach, es geht doch schnell voran.
kann sich keiner beschweren, dass ich keine Vögel jagen kann. Ja, mit mir ist nicht gut zu vögeln. Also mit Boltenial, mit mir schon. Aber das ist ein Thema für was anderes. So. Lalalala. So, Waagkundschafterin. Rin, vor allem. Sieht man, dass es ein Weibchen ist. So, haben wir. Die nächste. Schön, dass es endlich losgeht. Ist natürlich viel weniger Action, muss man sagen, als vorher, wo wir hier einfach nur langgezogen sind und die ganzen Armeen noch da waren. Aber das haben wir ja alles mehr oder minder befriedet. Jetzt schleichen sich nur die Kundschafter durch. Finde ich cool gemacht, muss ich echt sagen. Dass man so eine Art Zwischenwelten hat, die noch nicht die richtige Welt sind. Und dass man da erst hinkommt. Ich meine, das Konzept hat man ja ganz am Anfang auch gesehen, hier von Arche zum Beispiel, dem Anfängergebiet der Menschen. Da ist es ja ähnlich. Ich finde es aber gut gemacht, muss ich echt sagen. Kann man echt nichts gegen sagen. So. Sollte in viel mehr Spielen viel öfter vorkommen. So. Okay. Wir machen aber erstmal den Waagkundschafter. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Wunderbar. 6 von 8. Hier unten ist noch jemand. Eine kleine Finsterschwinge. Die ist jetzt nicht mehr guter Dinge, denn sie ist gerade tot. Und sie frisst kein Brot. So. Okay, soweit so gut. Wo bin ich hier jetzt eigentlich geantwortet? Oh, hier oben ist auch noch irgendwas, was wir brauchen. Was brauche ich hier? Nur Bestien, ne, die brauchen wir nicht. Düsterwaldkeiler ist egal, aber hier oben sind zwei Ziele, die wir zu erfüllen haben. Deswegen gehen wir mal hoch. Katze läuft schon wieder durchs Bild. Schwarzhauer, bist du eins? Du bist aber eine Signatur. Na komm. 16.000, das kriegen wir hin. Dann legen wir halt mit der mal los. Mhm. Aha. So, okay. Und sprutzel die Sputz, Sputz. So. So, Schwarzhauer ist gleich weg. Und der andere kleine, ja, den hat es auch schon erwischt. Truhe des Orksanführers. Ah, deswegen bin ich wahrscheinlich hier. Warum hast du den jetzt? Naja, wahrscheinlich versehentlich. Boltenial macht sich selbstständig. Den habe ich gar nicht angeklickt. Naja. Boltenial weiß schon, was er macht. So. Okay. Wir nehmen den nächsten uns vor. Selbstverständlich. Blum. Das war Nummer 1. Und den hier kriegen wir auch gleich. Siehste? So, holen wir uns die Truhe. Schön. Ja, du suchst, aber hat nichts mit Masak zu tun. Ah, gut, okay, dann war das schon die erste Aufgabe sozusagen. Okay, hier müsste aber noch mehr zu tun sein. Ich gehe mal weiter den Berg hier hinauf. So. Wir sind also versehentlich schon wieder in der Kapitelquest gelandet. Sieht man auch, wenn ich auf die Seite gucke, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. So. Macht aber nichts. Das schadet ja auch nicht. So. Okay, vernichtet. Da ist noch ein Steinhaufen. Hier ist ein Leuchtfeuer. Ich durchsuche mal den Steinhaufen, der sagt, dass ich einen Banner in Falluk aufgestellt habe. Das ist okay. Das war wohl nicht ganz die Aufgabe, aber das ist egal. Hier unten ist immer noch irgendwo irgendwas. Jetzt muss man gucken, wo. Oh. Vermutlich den da besiegen. Frag nur. Nö, eigentlich nicht, aber wir machen es trotzdem. Ich meine, der ist ja da. Was will man machen? Kann ihn ja nicht einfach so ohne unbesiegt rumliegen laufen lassen hier. Das böse Viech. Ja. Jetzt darfst du umfallen. So, Anzahl vernichteter Waagkundschafter der Dunkelseite. Das sah eher aus wie ein Ferkelchen, aber okay, das wird schon hinhauen. So, da war wieder ein Düsterwaldkeiler, ist egal. Die Ork-Truhe ist auch wieder da. Kann ich die nochmal anklicken? Tatsächlich.
Ihr findet nichts, was ja mit Masok zu tun hat. Okay, okay, okay. Und wenn ich die dreimal durchsuche? Nö. Sehr merkwürdig, dass das hier nicht aktualisiert, aber das wird wahrscheinlich so sein, dass man vielleicht öfters mal hinkommen kann und so weiter und so fort. Gut, dann ist das eben der Fall. Ich werde mal hier wieder mich ein bisschen zurückziehen. So, denn es muss ja nicht sein, dass wir hier unnötig lange rumgurken. Wunderbar. Wir sind ein bisschen aus der Reichweite der Dunkelwaldkeiler gekommen, sind wir jetzt wieder in der Reichweite der Orks und so. Die werden wir auch fein noch ordentlich zerlegen. Aber nicht mehr heute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.